Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Born into Fear. So, wir haben ja die letzten paar Folgen die kompletten Häuser hier durchsucht, die wir durchsuchen sollten, und haben diese Sterne gesammelt, mit der wir diese Türe hier geöffnet haben, dass wir hier das Haus 117 durchsuchen können. Und unser Protagonist hat tatsächlich irgendwas von einem Experiment erwähnt, und ich hatte ja schon in der letzten Folge vermutet, dass hier irgendwelche Experimente mit dieser mit diesen Menschen hier passiert sind. Und das muss extremst schief gelaufen sein oder war Absicht oder was auch immer. Was uns in diesem Häuschen jetzt erwartet, das finden wir jetzt gleich raus, denn wir werden jetzt das Haus 117, das letzte Haus in der Reihe, betreten. Und da oben guckt uns schon eine an. Die wird uns wahrscheinlich jagen, so wie das aussieht. Das ist gar nicht lustig. Ich will da überhaupt nicht rein. Hi. Na, wie geht's dir so? Alles klar? Und nu? Boah, kann die bitte weggehen? Ey, das ist ekelhaft. Gibt's hier in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Aufgaben? Nein, wir haben nur diesen Satz, den wir letztes Mal schon gelesen haben. Also ich habe tatsächlich keinerlei Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Was passiert, wenn ich da hochgehe? Sterbe ich dann? Ich habe nicht gespeichert. Kann ich hier speichern? Dann wenigstens ist es weg. Also gut, wir schauen uns jetzt hier unten erstmal um. Ich habe keinen Bock auf die Alte. Das war eine größere Familie, so wie das aussieht. Sehr geschmackvolle Bilder. Das Bild hat was. Das sieht schön aus. Ich mag Multicolor-Kombinationen. Hi. Finde ich ganz gut. Sagst du irgendwas, wenn ich an dich hingehe? Drehst du den Kopf auch nach hinten? Nein. Sie guckt wieder nach vorne. Okay. Gibt's hier Schokoladeneis? Kann nichts aufmachen. Schade. Okay. Soll ich ein Messer nehmen? Muss ich jetzt alleine rausfinden, was ich... Hier, jetzt ist er weg. Muss ich jetzt alleine rausfinden... Oh, jetzt stehst du da. Würdest du das bitte lassen? Boah, die verfolgen einen. Das ist eklig. Was ist hier los? Ein Badezimmer. Die jumpt uns hier doch jetzt gleich an, oder? Bestimmt. Oder sie steht... Natürlich. Hi. War klar, dass sie vor der Türe auftaucht. Was genau muss ich hier machen? Es steht nirgends was geschrieben. Ich habe kein Memo-Board. Du bist eklig. Weißt du das, Mädchen? Oh, okay, also hier scheint nichts zu sein. Die Puppe oben ist nicht ganz so komisch. Ich hätte gern ein Memo-Board, das mir sagt, was ich zu tun habe. Kann ich den Wischmopp nehmen? Nö. Ich habe echt erwartet, dass sie jetzt da steht, aber gut. Ganz komisch. Ich kann nichts, aber wirklich gar nichts nehmen. Was machst du, wenn ich an dich hingehe? Würde ich nicht wissen. Ha, sie ist weg. Okay. Die hätte uns wahrscheinlich gekillt, wenn wir an die hingetreten wären. Also ich gucke mir wirklich alles so genau an, wie ich nur kann. Einfach nur, um nichts zu verpassen. Weil ohne Memo-Board ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir sollen ja Beweise verschwinden lassen. Es ist halt die Frage, welche Beweise denn genau gemeint sind. Wenn man nichts anklicken kann, ist das nicht... Oh, was haben wir? Der geht also auch nicht. Gut, dann haben wir das hier alles. Cleaning, cleaning. Und ich denke, dass wir... Oh, Mistkuh. Ich denke, dass wir schon angefangen haben mit... Hat das... Nein... Ah, vielleicht. Ich habe gedacht, vielleicht gibt die uns einen Hinweis darauf, was wir machen müssen. Also hier war ja nichts. Sag mal, kann
Kannst du dich auch mal ordentlich hinsetzen? Wie sieht denn das aus, Mädchen? Also, oh, ja genau, das mache ich jetzt erstmal. Final Save. Oh, supi. Das war der letzte. Scheiße. Also gut. Ich glaube, wenn wir jetzt hochgehen, sind wir am Arsch. Die Türe wurde abgeschlossen. Ich glaube, wir sind jetzt richtig gearscht. Ne? Ich glaube, wir sind wirklich gearscht jetzt. Ach du Scheiße. Ich denke, wir dürfen uns einfach nicht kriegen lassen oder irgendwas. Was genau machst du, wenn ich da bin? Du verschwindest. Du bist die Verschwinde. Die Verschwindepuppe. Okay. Deswegen weiß ich trotzdem nicht. Ich kann einfach nur durchsuchen. Wow, ein Diadem. Die Wand habe ich vorhin in dem anderen Haus schon nicht verstanden. Ganz ehrlich. Ach, Gottchen. Du kannst mich mal. Du kannst gerne darin bleiben. Ciao. Womöglich habe ich jetzt irgendwas Wichtiges übersehen. Aber das ist mir gerade. Ich denke, wir müssen in das rote Zimmer. Da war ja da oben dieses eine Zimmer, das wohl rot beleuchtet war. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da rein müssen. Ey, guck mal. Naja, also die sind ja schon geil platziert, ne? Ich gehe trotzdem erstmal da rein, wenn es dich nicht stört. Was war das gerade? Komm, ich warte drauf, dass die hier auftaucht. Da ist er. Origami? Origami! Ich will mein Origami. Ah ja, klar. Ah, Jung! Oh Gott. Kleine Bitch. Ach, ja, nice. Ist ja echt geil gemacht. Muss ich echt sagen, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Laune. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich hier tun muss, aber ich werde es rausfinden. Gehe ich mal davon aus. Kannst du immer noch nicht verschwinden? Ja, dann. Hi. Menno. Können die einem doch nicht mal eine Antwort geben für Dinge, die ich gerne wissen wollen würde? Alright. Jetzt gehen wir mal dann auf. Irgendwas passiert jetzt. Peng! Nein? Oh. Wir sind, glaube ich, in dem Zimmer angekommen, wo wir unbedingt rein müssen. Oder auch nicht. Es kann ja nur schief gehen, würde ich mal sagen. Yo. Who are you? Was muss ich denn hier machen? Surveillance. Reminder. In case of forgotten code, it may be found in the underground main computer. Possible entrances. 107, 111, 117. Note, check downstairs. Welche Note? Hä? Was muss ich denn hier machen? Ich glaube, um die rauszulassen. Eins. No check downstairs. Okay. Was für eine Note? Habe ich unten eine Note übersehen? Wie weit downstairs meinen die? Ganz downstairs? Note. Das ist kein... Was war das? Okay, nee, das ist nicht gemeint. Save the last dance. Wo ist hier eine Note? Hast du die Note? Wo war die Note? Hier ist keine Note. Note, Note. Da ist keine Note. Du gehst nicht weg. Du machst mich auch nicht alle. Nö. Okay, finde ich nicht lustig. Ich brauche eine Note, aber da ist keine. Aber
Natürlich gibt's hier einen Keller. Was auch sonst, ey. Und ein Ladescreen. Oh, sieht ja schon ein bisschen Retro-Vintage aus, ne? Okay, wir haben ein Underground. This area is where ages observed North Hollow Heights residents from. It was also the headquarters for the operation until Sally's influence forced ages to give the area up. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwo Notices haben und Dinge und Dinge. Ah, Note. The button order to the main room is blue, yellow, green, pink, red. Blue, yellow, green, pink, red. Blue, yellow, pink, red. Okay. Blue, yellow, pink, red. Und dieser lange Gang macht mir keinen Spaß. Blue, yellow, pink, red. Ich kann hier ja überhaupt gar nichts machen, gell? Junge, was machen wir denn jetzt? Use. Is that? Holy moly. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Frag mich bitte nicht, ich laufe einfach nur. Blue, yellow, pink, red. Okay. Hä? Blue, yellow, pink, red. Blue, yellow, pink, red. Brauche ich die Reihenfolge? Aber... Hey, check's nicht. Hä? Storage tape 4. After the Lake Ridge incident, I transferred departments so I never had to harm someone again. I would have left Aegis if I had the chance, but I knew it was suicide. After seeing and doing what I had, Aegis would never let me go. Plus, my involvement in Lake Ridge was the perfect blackmail. If I attempted to blow the whistle on these scumbags, they'd destroy my reputation and credibility. Afterwards, I die via suicide from two gunshot wounds to the back of the head. No, no. It's better to wait for my chance, my opportunity. Okay, also ich glaube, das war mal so, das ist so ein Memo von uns. Ich warte ständig, dass diese blöden Dinger hinter mir auftauchen oder mich irgendwas jagt. Okay, er hat wohl bereut, was da so abgegangen ist bei dem Lake Ridge und möchte jetzt praktisch. I knew it. Hello, my dear. Und will jetzt. Blue, yellow, pink, red. Ich muss den blauen Schalter als erster finden. Okay, war der hier? Ich glaube nicht. Ne, und er möchte sich jetzt praktisch davon frei machen. Allerdings wäre das Selbstmord, hat er gemeint. Weil die ihn wahrscheinlich einfach nicht gehen lassen würden. Ne, das ist irgendeine Geheimorganisation, die irgendwas hier machen.
Wir müssen diese Schalter finden. Oh, hier ist noch einer. Wir listen. Tape 5. Opportunity has arrived. The experiment is set to take place next week. Aegis is moving its agents into position, and soon the whole neighborhood will be dead. I can't say if their tests will work or not. Maybe it'll be for nothing and no buffer will be born. Maybe that'd be for the best. I can say, however, that I won't let them all die. The family in House 113, I'm going to give them a warning. Nothing too overt, just enough to get them out of town until all is said and done. After that, I'm out of here. By the time Aegis realizes what I've done, I'll be long gone. I don't know if anyone's going to listen to these tapes, but if you do, please, defy them. In any way you can, don't let the Aegis get their way without a fight. Okay. Blue, yellow, red, pink, red, pink, red, blue, yellow, red, pink. Okay, wir müssen den blauen Schalter als erster betätigen. Und er will die tatsächlich in irgendeiner Art und Weise... Okay. In irgendeiner Art und Weise will er die... wo war ich denn jetzt als erster drin? Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist ein Labyrinth hier, das kracht. Also... nicht so einfach hier irgendwas zu finden. Ah, wir sind hier im Kreis gelaufen. Geil. Mega. Dann laufen wir jetzt mal in die Richtung, ne? Wird wahrscheinlich genauso geil sein. Bestimmt auch nur wieder eine Sackgasse. Genau. Und diesmal ist hier kein Schalter. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir diese Puppe, wenn wir diesen Schalter bei der Puppe da aktiviert haben, dass die uns jagen wird. Also, das ist jetzt einfach mal eine blinde Vermutung. Von hier sind wir gerade gekommen. Wir können ja also nirgends weiter. Blue, yellow, pink, red. Ja, okay, aber... Hier war ich. Ist hier ein Schalter? Nein, hier war ich nicht. Starting tape 1. I've been assigned to the last shift of surveillance for North Hollow Heights before Aegis conducts their experiment. They don't trust me enough to tell me the exact date, but I'm sure it's only a few weeks or months away. Until then, I'm under orders to stay in the area beneath the neighborhood to observe its inhabitants and record anything noteworthy. More on that experiment in the next tape. Okay, das war Tape 1. Vielleicht haben wir hier auch den ersten Schalter, eventuell. Yellow, pink, red. Und ich kann mir echt vorstellen, dass hier noch mehr von diesen... Das sind überall Leichensäcke. Irgendwas passiert doch jetzt gleich. Hundertprozentig. Hier sind keine mehr. Da zumindest nicht. Naja, aber einen Schalter habe ich hier auch nicht. Hä, ich raff nicht. Hä? Ich brauch die Schalter. Blue, yellow, pink, red. Okay, kein Thema. Das habe ich verstanden. Ich bin da nicht auf den Kopf gefallen. So. Aber... Hier sind nirgends Schalter. Ich laufe doch nur im Kreis. Mehr mache ich doch gar nicht. Hä? Versteh's nicht. Tut mir leid. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich komme nicht mit. Ja, Rätsel, ne? Ja. Jetzt pass mal auf. Haben wir hier noch irgendwo, außer das, was da hinten war? Kann ich das hier irgendwie öffnen? Hier ist noch eine Tür, aber... Die geht nicht auf. Okay. Lauf mal weiter. Und hier hinten war ja nur... Das hier. Okay, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen überfordert, weil ich keine Ahnung habe, wo ich diese Sachen finde. Ich bin hier jetzt doch überall abgelaufen und irgendwie bis hier ist diese Türe
Hätte ich vielleicht den Schalter bei der Puppe vielleicht doch aktivieren sollen? Aber der hat Pink und die haben eine Reihenfolge. Blue, Yellow, Pink, Red. Und wo zum Teufel war die Puppe? Ich habe keine Ahnung. War die hier drin? Nein, das war ja der... Das war der hier. Und von hier komme ich. Oh, Mann. Ich mag es nicht, wenn es nicht offensichtlich genug ist. Ich meine, klar, okay, Rätsel sollen nicht leicht sein. Das ist ja kein Thema, aber... Vielleicht schon so, dass man nicht dumm rumläuft und sich fragt, Nanu, ich denke, ich muss diese eine Türe da unten öffnen, damit ich weiterkomme. Moment. Jetzt habe ich gedacht, ich habe meinen Kater gehört. Ich probiere jetzt einfach mal diesen Schalter da zu aktivieren. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Habe ich hier vielleicht noch mehr Schalter? Blue, Yellow, Pink, Red. Blue. Hier ist der rote. Pam. Toll. Blue, Yellow, Pink, Red. Und warum ist hier jetzt so ein grüner? Moment, ich muss noch mal reinschauen. Huch. Oh, scheiße. Dammit. Wo war denn das? Shit. Blue, Yellow, Pink, Red. Hier ist der. Und das ist eine Sackgasse. Scheiße. Ich bin mir... Oh, guck mal. Starting tape 2. Okay, so, the experiment. The head honcho at Aegis saw the results from Lake Ridge Prison and Braidwood Academy and got to thinking. Now, Lake Ridge and Braidwood were both done over years of poking and prodding. What if we tried to do what they did on one night? So, the people behind Aegis got together and created a neighborhood where a number of hand-picked families would live together and become closely knit. After enough years have passed, Aegis will slaughter the whole community in a single day so that they can begin their next phase of testing on the buffer created. Assuming one's created anyways. Okay. Ach, hier ist noch so eine dumme Tür. Okay, die Folge ist durch und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann.